Es gibt diese Momente, da möchte man als Fußballer am liebsten im Boden versinken. So ging es wohl auch Joshua Endres von Rot-Weiß Essen im Topspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Machte am Ende aber gar nichts, Essen gewinnt schließlich mit 3:0. Und damit herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Einwurf. Ja, der Fehlschuss von Joshua Endres, der kam schon etwas unerwartet, wie so viele Dinge im Fußball. Und das bringt uns jetzt zu unserer Rubrik Guess the Ending. Wir stoppen eine Situation an einer bestimmten Stelle und ihr ratet, wie es weitergeht. Was passiert hier? A. Der Spieler am Ball nimmt alle auseinander. B. Der Spieler am Ball stolpert. Oder C. Der Schiedsrichter stolpert. Nächste Szene. Was glaubt ihr hier? A. Der Freistoß geht 20 Meter drüber. B. Der Freistoß geht in den Winkel. Oder C. Der Torwart hält einfach Weltklasse. Last but not least, folgende Situation. A. Der Torwart senzt den Stürmer richtig um. B. Der Stürmer lupft den Ball lässig rein. Oder C. Es wird abseits gepfiffen. Und habt ihr immer richtig gelegen? Apropos liegen, wir kommen zu Knochentritte zur Wochenmitte. Der Tritt des Tages kommt von Oberhausens Kapitän Yannick Löden. Senzt hier Essens Alexander Hahn einfach mal um. Das ist wohl dunkelgelb. Wir bleiben beim Thema Fouls, aber jetzt wird es richtig kurios. Wir sind in Bayern bei der Partie Spielvereinigung Landshut gegen Eintracht Karlsfeld, in dem es jetzt zu einem Zweikampf kommt, bei dem ein Landshuter liegen bleibt. Und das soll noch Folgen haben. Karlsfeld erobert den Ball, greift an und Landshut spielt auf Abseits. Tja, blöd, wenn der eigene Spieler noch verletzt am Boden liegt. Kein Abseits, Karlsfeld mit der großen Chance und dann gibt's Elfmeter. Schon kurios genug alles, doch dann kommt's noch besser. Karlsfeld nimmt das Geschenk nicht an und vergibt ziemlich kläglich. Bevor wir die Sendung aber für heute beenden, zeigen wir euch noch die zwei schönsten Tore des vergangenen Wochenendes. Wir starten mit Ahmed Ahmedov vom VfB Straubing. Ein Freistoß wie ein Strich, direkt in den Knick. Zwar schwer zu erkennen, aber mindestens genauso schön, der Seitfallzieher von Alexander Rojek, SV Heimstetten. Direktabnahme, Aufsetzer, Winkel, wunderschön. Übrigens, falls ihr Lust habt, eines der beiden gerade gezeigten Tore zum Hyundai Amateur der Woche zu wählen, dann geht jetzt auf unsere Facebook-Seite und stimmt ab. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.